Nein, nicht! Bleib da! Ich will da noch raufschauen. Oh Gott, sind die doof. Stehen sie da unten rum. Mal mein Licht erneuern. Ups. Dann schauen wir da rauf. Da geht's ja gar nicht rauf. Was sagte sie dann? Sie will da raufschauen. Naja, immerhin war es nicht ganz umsonst. Zaubertrank der Heilung. Immerhin. Ah, so vielleicht. Schau mal. So geht das. Aha. Aha, da schaust du, ha? Was der gute Onkel Killerenz hier zustande bringt. Ah, ruck! Das werden wir gleich sehen. Der Schierlingsbecher. In der Truhe befindet sich Gold. Amulett von Akatosh. Stahlhelm, Eisenschwert. Nein, das war es nicht wert. War völlig umsonst. Nicht mal ein Hebel. Gar nichts. Thron. Soll ich mich hinsetzen? Vielleicht triggert das irgendwas. Ah. Erhabenes Gefühl, auf diesem Thron zu sitzen. Mit den Folterkäfigen vor Augen. Immer nett. Brot und Spiele gab es hier wahrscheinlich. Ja gut, wir gehen weiter. Ah! Das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rambimmel, rabammel, rabomm. Ich nehme mal an, wir gehen hier runter, oder? Oh, schau dir die an. Die haben sie aufgestapelt. Einbalsamierungswerkzeuge gibt's überall. Ich hier mein Kerzenscheinlicht nicht hätte. Ah. Weit ist er nicht gekommen. Er war zu dämlich, den Hebel hier zu ziehen. Oder den Griff zu betätigen. Oh! Wie die alten Hungen. Der Teppich hat's überlebt. Jahrtausende. Das Gold auch. Ja, ich bin zwar nicht knapp bei Kasse, aber ich will hier nichts liegen lassen. Oh. Ah. Ein armer, einsamer Droger. Da brauchst du doch keinen Adronachen herbeirufen. Wegen einem Droger, Mann. Ist etwa Muffensausen? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Irgendwie. Drogerfürst von hinten und von vorne. Oh Scheiße, wir sind umzingelt. Oh, wow, wow. Du zuerst. Ist jetzt etwa mein Eisspalter? Ah, Moment, mein Eisspalter ist leer. Das ist immer der Scheiß mit diesen Sachen. Nimm mal einen mächtigen. Ah. Sehr gut. So flutscht das Teil.
So wird ein Schuh draus. Seid ihr fertig? Ja. Gemeinsam sind wir stark. Nordpfeil. Wow, was hatte denn der? Hat ein Horn auf. Ja, wo geht's weiter? Da? Oder da? War ich da schon? Nee, die Urne ist leer. Hier kann ich noch nicht gewesen sein. So schnell füllen sich die auch wieder nicht auf. Die Heilung. Hätte ich auch nicht zurückgelassen. Das Elixier der Stärke. Naja, das ist viel wert. Brauchen tue ich es nicht, aber... Oh, fuck. Ach so, das war da danach. Ich dachte, ein Drogerfürst steckt vor. Was hat sie gesagt? Falke? Was hat der in der Hand? Schon was ähnliches wie ich? Scheiße, eine Falle. Und zwei Fürsten. No! Warte mal. Wow, schau, jetzt habe ich meinen Schrei. Jetzt geht die Post ab. Kann ich nur einmal pro Tag machen. Naja, ich könnte ja einfach warten. Könnte einfach 24 Stunden warten, oder? Ich brauche aber trotzdem Heilung. Sowas nehme ich. Wieder leer? Nee. So, jetzt nehme ich den Molag Bal. Weil ich brauche seine Seele. Das ist ein Zweihänder, ne? Nee, nicht mal. Sehr gut. Das ist eine mächtige Seele. Von einem Todesfürsten. Kriegt man nicht alle Tage. Geld haben sie keins dabei, aber Seelen. Diese Seelen. Aha, der ist auch erledigt. Ganze Arbeit. Der nächste. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Den schaue ich gar nicht an. Ich strafe ihn mit Nichtachtung. Die größte Strafe, die einen ereilen kann. Eine Nische mit Runen. Ein paar Pfeile kann ich gebrauchen. Ups. Ich habe einige verschossen bei diesem Griechen. Mit seinem Schleim. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oh. Oder auch nicht. Ich speichere mal, das sieht sehr gefährlich aus. Mensch, mach hin. Es hängt schon wieder. Falls ihr euch wundert, warum ich das alles so langsam mache, sind nicht meine Gichtfinger, sondern Skyrim reagiert schon etwas langsam. Sind doch schon weit über 100 Stunden in diesem Charakter drin.
kann das schon mal passieren. Dass es etwas träger wird. Es wäre dumm, es zu versuchen. Viel bessere Chancen, als ich diese Fallen zu überwinden. Wieso? Ich denke nicht, dass dieser Hebel die Klinge deaktiviert. Ich warte erst einmal. Aha, sehr schlau. Du bist schlauer als alle anderen bisher. Er nicht, schau, er rennt mir nach. Ich habe immer noch den Drachenschrei aktiv. Wo ist er? Na, der kniet da hinten. Egal. Die Luft ist rein. Offensichtlich hat sich Mirak alle Mühe gegeben, so unerreichbar wie möglich zu sein. Wenn du recht, du hast. Wohl kaum. Mensch, ich glühe. Schau. Hier streifen ruhelose Tote umher. Oh Gott, du bist ein Blitzgneißer. Schnellmerker. Hinter Eisentür Nummer 3 lauert nichts. Ich bin die Vorhut. Sieht aus, als müssten wir da durch. Bloß wie? Ist da was? Da ist eine Kette. Die habe ich sogar ohne meinen Lichtzauber gefunden. Okay, ich schau nochmal hier. Da noch was ist? Oh Gott, ich brauche Licht. Oh, der ist auch rausgefallen, der Draugerfürst. Ja, diese Draugerfürsten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hat wohl zu lange in seiner Gruft gehockt. Naja, kann auch nichts dafür, wenn kein Abenteurer vorbeikommt. Aha. Ja, es ist die Frage, was war der andere Hebel? Da waren ja zwei. Die Geheimtür, die ich aufgemacht habe. Ups. Moment, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Das schauen wir da lang. Vielleicht ist das nur der Ausgang. Nein, das ist ein Geheimraum. Streng geheim. Scharmützler. Ein Scharmützler. Ja, die kann ich... Nein, nicht die Schale! Ah. Er hat mich geschubst. Deshalb habe ich die Schale genommen. Das ist der Grund. So, die schmeiße ich aber wieder hierher, weil... wo ist denn die? Sonstiges natürlich. Schale, Schale. Bang. Okay. Die sind alle in Alarmstellung. Aber ich muss den Molag Bal und mein Kerzenscheinlicht aktiviert haben, weil muss ich das dann rein und raus. Das ewige Rein- und Raus-Spiel. Kultisten. Scheiße. Muss ich meinen... Ups. Kann ich nur einmal pro Tag, ich weiß. Muss ich meinen Molag aufladen? Nee. Der verbraucht sich nicht so schnell. Schau, die haben uns noch gar nicht bemerkt. Ah ja, doch. Da, ich zieh dir den Scheitel. Sag's ja dazu. Er fängt ins Brennen an. Das vom... Ah, das ist er hinter mir. Nein, lass ihn mir! Ich brauche die Seele. Oh, ich bin ja halb tot! Habe ich gar nicht bemerkt. Das war jetzt Glück. Das war Glück.
Ich sollte vielleicht auch speichern. Bevor es zu spät ist. Noch einer? Ja, da ist noch einer. Nein, nicht abstürzen. Wow. Gib mir den. Egal. Verdammt, ja doch. Ich dachte schon, sie hat mich, meine Seele betrogen. Lautlosigkeit. Habe ich das schon? Nee, ich glaube nicht. Ist im Grunde egal. Benutzt das ja nicht. Muss ich mir schon wieder Sorgen machen? Ich glaube schon, schau mal. Er ist weg. Nee, da ist er. Puh. Jedes Mal kriege ich es mit Angst zu tun. Was ist denn das für eine schwule Falle hier? Farbpfeile. Ich habe gerade drei Draugr-Todesfürsten hinter mir. Und dann kommt ihr mir mit ein paar Pfeilen. Ein aufstrebender Kultist. Naja, wird wohl nichts mehr werden mit der Aufstrebung. Okay, dann gehen wir da rein. Tempel von Mirak, sein Allerheiligstes.